Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder neue News und zwar zu dem Skin, den ihr gerade eingeblendet seht. Den kann man nämlich kostenlos bekommen. Nicht alle Spieler, aber alle Infos werde ich euch dazu gleich liefern. Ich würde mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Blogpost von Epic Games dazu an. Und lesen uns das Ganze dann einmal durch. Und zwar geht es um den Fortnite Celebration Cup. Und das Ganze ist leider nur auf der PlayStation 4 verfügbar. Das heißt, ihr könnt nicht auf PC, auch wenn ihr mit Controller auf PC seid, könnt ihr eben halt das Ganze nicht spielen. Das Ganze ist, glaube ich, dazu im Prinzip so ein bisschen zur Promotion der PlayStation 5, die an dem gleichen Tag vorgestellt wird und das findet am 15. und 16. Februar statt. Das heißt, nächstes Wochenende, nicht das Wochenende diese Woche, sondern das darauffolgende Wochenende, Samstag und Sonntag. Zeiten stehen leider nicht hier, aber ich denke mal, es sollten die klassischen Zeiten irgendwie 18 bis 21 Uhr in Europa sein. Und ihr müsst auch nicht wie beim letzten Mal irgendeine besondere Spielersuchregion haben, sondern einfach eben mal eine PlayStation 5 haben. Dann müsst ihr eben mal Konto Level 15 sein, so wie für jeden Cup, und natürlich Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben. Und das Ganze ist auf zwei Tage aufgeteilt. Am ersten Tag, den 15. Februar, also am Samstag, kann man nämlich diese drei Sachen freischalten. Einmal den Skin, den ihr seht. Den bekommt man ab oberer 5%, das heißt etwas, aber es heißt schwieriger, aber man muss eben halt weiter oben in der Rangliste sein. Dafür werden es wahrscheinlich auch viele Bots schaffen, ein bisschen was zu erreichen in dem Cup, dadurch, dass man ja keinen gewissen Arena-Rang oder so braucht. Bei oberen 25% bekommt man dann diese Spitzhacke, die ihr da seht, der heißt Wilde Schneide, und obere 50%, das heißt eigentlich jeder, der irgendwie ein kleines bisschen was drauf hat, bekommt noch das Spray-Motiv in Deckung. Spray-Motive interessieren die meisten, denke ich mal, aber so oder so nicht. Jetzt kommen wir allerdings zu einem viel interessanteren Teil, denn den Skin feiere ich persönlich nicht ganz so. Und zwar können die PlayStation-Spieler am Sonntag, den 16. Februar, 1 Million $ insgesamt gewinnen. Und das Ganze ist sehr, sehr nice aufgeteilt, wie ich finde. Dazu gehen wir jetzt einmal runter auf den Europatag. Und wie ihr seht, oben $3000 ist, würde ich sagen, relativ in Ordnung eigentlich. Ein Schade, dass es solche Cups nicht auf PC gibt, aber man kann tatsächlich bis zum Platz 1500 noch immer Preisgeld mitnehmen. Das heißt, aus dem Cup werden sehr, 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 sehr viele Leute gehen, die irgendetwas an Geld mitnehmen. Auf PlayStation wird es, glaube ich, auch deutlich leichter sein. Ich glaube, allein schon die PlayStation-Plattform-Cups sind deutlich leichter und da kann auf jeden Fall der ein oder andere was mitnehmen. Es macht aber auch keinen großen Unterschied, ob ihr Top 1000 werdet oder Top 100. Natürlich 100 Euro mehr, 200 Euro mehr sind schon ein bisschen was, aber eben halt nicht ganz so viel. Alles relativ gleich aufgeteilt, was ich ehrlich gesagt ganz gut finde. Und dann eben halt tatsächlich hier oben nur der erste Platz. Und bis zum 10. Platz gibt es 1000 Euro. Aber darunter überall würde ich sagen, Preisgeld auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Selbst in den anderen Regionen gibt es immer noch ordentlich Preisgeld, also so in Nordamerika auch noch bis Top 1000. Wir haben ja hier in Europa schon wirklich gute Preisausschüttungen, aber dafür wird es natürlich auch deutlich schwieriger. Das sind eigentlich schon alle Infos dazu. Morgen wird hoffentlich das nächste Update kommen und am Donnerstag, wenn eben halt am Mittwoch das Update nicht rausgekommen ist, wird es eben halt wahrscheinlich am Donnerstag kommen. Sie haben eben halt geschrieben tatsächlich, dass es Mitte Februar kommen soll. Und am Donnerstag können wir dann vielleicht dieses zweiwöchige Event erwarten, was sie angekündigt haben. Mit dem Update, die neue Game-Mechanik, die Chaos Engine, können wir auch erwarten. Wird auf jeden Fall eine extrem spannende Woche. Außerdem werden wir wahrscheinlich einen exklusiven Harlequin-Skin am Donnerstag bekommen, wo man dann auch nochmal Changes zu dem Skin hat, passend zum neuen Film, da reinkommen wird. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Woche und ich
ich freue mich auf jeden Fall schon, dass endlich mal wieder vielleicht etwas hier in Fortnite passiert. Auch wenn mir das Spiel natürlich so auch viel Spaß bringt, ist es natürlich auch für YouTube-Videos sehr, sehr entspannt. Wobei ich gerade tatsächlich genug Videos habe. Ich hoffe, euch hat dieses News-Video auf jeden Fall gefallen und wie gesagt, abonniert natürlich gerne diesen Kanal, schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich, denke ich mal, wenn dieses Video online ist, auch direkt streamen. Schaut gerne vorbei und dann bis zum nächsten Video. Ciao.